Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 15 von der Klausur Sommersemester 23 an. Der dargestellte wandartige Träger C2530 ist zu bearbeiten. Das Eigengewicht des Trägers ist in GD enthalten. Also hier Vorgaben als Belastung GD 200 kN, veränderliche Last 140 kN pro Meter, Höhe 4,50 m, Spannweite 7 Meter, Wanddicke ist hier mit 35 cm gegeben. Und dann haben wir noch die Informationen, die wir für das Auflage brauchen. Das brauchen wir erst bei Aufgabenteil 2. Beim Aufgabenteil 1 sollen wir nämlich zunächst eine Biegemessung für das Zugband im Feld gemäß DRWS TBF 631 durchführen und es soll eine einlagige Bewährung gewählt werden. Also fangen wir an. Biegemessung für Zugband. Wir haben einen wandartigen Träger mit einem Verhältnis H zu L von 4,50 m auf 7 Meter, also 4,5 zu 7,0, 0,643 und liegen damit zwischen 0,5 und 1,0. Dann geben wir einmal diese Informationen in die Formelsammlung und finden für einen Einfeldträger, wenn H zu L zwischen 0,5 und 1,0 liegt, dann rechne ich den Hebelarm, den ich für die Biegemessung brauche, mit ZF gleich 0,3 mal H mal 3 minus H durch L aus. Kopieren wir das einmal hier rein. Das heißt hier 0,3 H 4,50 m mal 3 minus H zu L, das haben wir gerade schon berechnet, das sind diese 0,643, sind wir bei 3,182 Meter. Dann die Belastung PD. Wir haben 200 und 140 kN Meter, sind schon Designwerte, müssen wir also nichts beaufschlagen. Das heißt einfach 200 plus 140, kommen wir auf 340 kN. 340 kN pro Meter. Ja, jetzt. So. Dann das Moment. Wir haben einen Einfeldträger, also Q mal L Quadrat Achtel. Belastung hier 340 kN mal L Quadrat Länge sind 7 Meter, also 7,0 Quadrat durch 8, kommen wir auf 2083 kN Meter als Moment. Daraus rechnen wir die Zugkraft. Zugkraft wissen wir einfach Moment durch den Hebelarm der inneren Kräfte. Also das Moment von 2083 kN durch 3,182 Meter. Kommen wir auf 655 kN. Und daraus können wir dann hier die Fläche bestimmen. Einfach Kraft durch zulässige Spannung, also FST durch FYD. 655 durch, wir haben es jetzt in kN, deswegen 43,5 kN pro Quadratzentimeter. Und dann kriegen wir 15,05 Quadratzentimeter. Gut, diese Formeln, die man, glaube ich, jetzt nicht zwingend nachgucken muss, finden wir auch hier, ne? FSD MED durch Z, A ist erforderlich, FSD durch FYD. So, wir müssen jetzt Bewährung wählen, 15,05 Quadratzentimeter brauchen wir. Dafür gehen wir in die Formelsammlung Massivbau 1 und finden 5 Durchmesser 20, 15,71 Quadratzentimeter. Gucken wir direkt, wir haben eine Balkenbreite, also eine Wanddicke von 35 cm und da dürfen von Durchmesser 20 7 Stück liegen. Das heißt, wir können das Ganze einlagig machen. Das war ja auch in Aufgabenstellung vorgegeben. Schreiben wir das eben auf. Wahl 5 Durchmesser 20. A ist vorhanden gleich 15,71 Quadratzentimeter. B 35 cm. 7 Durchmesser 20 zulässig. Und damit das Ganze, kann das Ganze einlagig ausgeführt werden.
Gut, das war schon Aufgabenteil 1. Biegemessung für das Zugband. Dann gucken wir uns Aufgabenteil 2 an. Nachweis aller Druckstreben am Auflager A. Dafür rechnen wir als erstes die Auflagekraft aus. Also Nachweis der Druckstreben. Ihr macht aber komische Sachen heute. Nachweis der Druckstreben. Auflagerkraft. A gleich Q mal L halbe. Belastung 340 kN hatten wir hier vorhin bestimmt. Kilonewton pro Meter. L 7 Meter halbe. Links und rechts geht 1190 kN. Dann schauen wir einmal nach. Die Auflagepressung A1 darf erst im Abstand 2 mal S0 bzw. S halbe angesetzt werden. Kopieren wir das einmal hier rüber, die Information. Ja, also A1 darf ab einem Abstand von größer 2 mal S0 größer S halbe angesetzt werden. Das ist bei einer einlagigen Bewährung, vereinfacht sich das Ganze, weil wir kein S haben, sondern nur das S0. Also 2 mal S0. Und da gucken wir nochmal in die Aufgabenstellung rein. Das S0 ist 7 cm. Das heißt, wir haben hier ab dem Ende, also 2 mal S0 einfach die 14 cm. Und ab hier dürfen wir das dann ansetzen. Schreiben wir das einmal auf. A1 darf angesetzt werden ab 2 mal S0, also 14 Zentimeter. Und A1 darf dann 50 minus 14, also 36 Zentimeter dürfen wir hier ansetzen. Ja? Also wir dürfen nicht sagen die ganze Breite, sondern nur 36 Zentimeter. Wir zeichnen den Knoten nochmal aus. Wir haben hier die Kraft FCD, die wird über die Druckstrebe FCD2 ins Auflager geführt. Auflager FCD1. Hier dieser Knoten, den wir uns anschauen, dann machen wir das noch ein bisschen anders. Wir gucken uns diesen Knoten an. Der hat Abstand von dem Auflageknoten hier unten von ZF. Und weil das hier ein Einfeldträger ist, mit der Aufteilung in den Viertelspunkten, haben wir hier tatsächlich 11 Viertel, das heißt 7 Viertel, 1,75 Meter. Und ZF haben wir hier oben bestimmt mit 3,182 Meter. So, dann haben wir hier unten das Zugband noch liegen, FSD, und wir haben den Winkel Theta hier. Gut, dann Druckstrebe 1. Sigma RD Max setzen wir mit 0,75 mal 1,0 mal FCD an, weil wir einen gerissenen Beton haben, deswegen nur 75% von FCD. Also Sigma R D Max gleich 0,75 mal FCD. Ja. Berücksichtigt, dass der Bereich gerissen ist. Okay, dann haben wir also Sigma RD Max. 0,75 mal FCD. Wir haben laut Aufgabenstellung C2530. C2530, das ist das Grüne, haben wir ein FCD von 14,2. Ne? Also hier mal 14,2. Kommt raus
10,65 Newton pro Quadratmillimeter. Dann rechnen wir jetzt die Spannung in den Druckstreben Sigma CD1. Klar, FCD1 durch die Fläche, über die die Kraft übertragen wird. Und das ist die Breite der Wand und die Fläche, die Länge, die wir ansetzen dürfen vom Auflager, ist Länge A1. FCD1 ist die Auflagekraft, also 1190 kN. In Meganewton sind es dann 1,19. Breite der Wand 35 cm. A1 dürfen wir ansetzen mit 36 cm. Also mal 0,36. Kommen wir auf 9,44 Newton pro Quadratmillimeter. Und das ist kleiner als das Sigma RD Max. Und damit ist die erste Druckstrebe nachgewiesen. Ja, das war Druckstrebe 1. Und jetzt kommt Druckstrebe 2. Dafür brauchen wir erstmal den Tangens Theta. Zeichnen wir das nochmal eben raus. Wir haben hier FCD2. Wir haben hier die Kraft FCD1. Wir haben hier das Theta. Und wenn man dann Sinus Theta rechnet, ist das Gegenkathete durch Hypotenuse, also FCD1 durch FCD2. Ja, das brauchen wir natürlich erstmal noch nicht, um Theta zu berechnen, sondern das brauchen wir, um FCD2 zu bestimmen. Wir wollen jetzt erstmal Theta berechnen. Dafür reicht es natürlich hier nachzugucken. Tangens Theta ist Gegenkathete durch Ankathete, also 3,182 durch 1,75. Also hier ZF durch L Viertel, 3,182 durch 1,75, kommen wir auf 1,818. Dann Arcus Tangens, also Theta Arcus Tangens von 1,818. Das sind dann 61,2 Grad. Und dann brauchen wir FCD2. Da habe ich gerade schon gezeigt, wie man das hier, das Sinus Theta FCD1 zu FCD2. Wenn wir das umstellen, FCD2 gleich FCD1 durch Sinus Theta. Also hier FCD1 1,190. Das ist hier das in Meganewton durch Sinus 61,2. Kommen wir auf 1,358 Meganewton. Gut. Dann A2. Ja, wir müssen jetzt eine Spannung berechnen. Dafür müssen wir durch die Fläche teilen. A2 rechnet sich hier über diese Formel. Also A1, das waren 36 cm, das hatten wir berechnet. Durch Sinus von 61,2 kommt raus 41,1 cm. Und dann haben wir U² plus A1². Gucken wir, was U ist. U ist die Gesamthöhe hier. Wir haben hier nur 2 mal S0 als U, ne, weil wir kein S haben. Wir haben nur eine Einlagebewährung. Das heißt, Wurzel von U², das ist 14² plus A, 36² sind wir bei 38,6 cm. Das Minimum ist maßgebend, also die 38,6 cm. Ich schreibe nochmal dran, hier ist es 2 mal S0. Und dann haben wir die Spannung der Druckstrebe 2, FCD2, genauso wie die Druckstrebe 1, nur wir haben eine andere Breite A2, ne? Also FCD2 durch BW mal A2 haben wir 1,358 Meganewton, durch die Breite der Wand 0,35 und A2
haben wir gerade mit 38,6 cm bestimmt. Und dann kommt da 10,05 Newton pro Quadratmillimeter raus. Und das ist kleiner als Sigma RD Max. Das hatten wir oben mit 10,65 Newton pro Quadratmillimeter. Beide Druckschreiben eingehalten und damit ist der Nachweis erbracht.